Als Kosmologie bezeichnet man die Wissenschaft vom Kosmos. Kosmologie ist eine Disziplin der Religion. Kosmologie ist eine Disziplin der Theologie, der Philosophie und der Physik. Heutzutage versteht man oft unter Kosmologie die Physik. Die spricht dann vom Urknall, die spricht von den Dimensionen des Weltalls. In der physikalischen Kosmologie, letztlich der Astronomie, wird viel gesprochen über die Entstehung des Weltalls. Was ist die Welt, das Weltall, wo kommt es her? So ähnlich haben verschiedene Philosophen ihre Kosmologie entwickelt, so ähnlich hat auch das Christentum im Mittelalter seine eigene Kosmologie. Und auch in Indien gibt es verschiedene Kosmologien, zum Beispiel auf der Basis des Hinduismus. In den altindischen Mythen gibt es unterschiedliche Aussagen, wie die Welt entstanden ist, wie viele Dimensionen die Welt hat und wie die Welt sich auflösen wird. Die Kosmologie ist nicht immer ganz einfach, aber immer faszinierend.